Ja, vielen herzlichen Dank. Schönen guten Abend auch von meiner Seite. Ich hoffe, dass mein Vortrag nicht zu theoretisch, sondern vielmehr ganz praktisch wird. In erster Linie möchte ich nicht so sehr auf die theoretischen Grundlagen des Schlaganfalls eingehen, sondern wirklich auf das, was präklinisch und vor allem in der Schnittstelle zwischen Präklinik und Klinik relevant ist, um in Zukunft die Schlaganfallpatienten und Patientinnen, die wir viel besser, wie schon erwähnt worden ist, versorgen können, wie noch vor wenigen Jahren oder Jahrzehnten, in Zukunft aber noch ein bisschen besser versorgen können. Ganz kurz, absolute Grundlagen zum Schlaganfall. Der Schlaganfall ist die dritthäufigste Todesursache in Industrieländern, die häufigste Ursache von permanenten Behinderungen. Ungefähr 85% der Schlaganfälle sind ischämisch, also durch einen Gefäßverschluss bedingt. Das kann eine Makroangiopathie sein, zum Beispiel eine Karotisstenose oder Karotisverschluss. Das kann aber auch eine Kardioembolie sein, das Vorhofflimmern ist da sehr häufige Ätiologie, oder auch eine Mikroangiopathie. Dann gibt es auch noch ganz viele seltene und kryptogene Ursachen, das heißt, wenn man auch nach dem Schlaganfall nicht rausfindet, was eigentlich dahinter gesteckt ist. Ungefähr 15% der Schlaganfälle sind hämorrhagisch, davon zwei Drittel ungefähr intrazerebrale Blutungen und ein Drittel subarachnoidal Blutungen. Ich werde in erster Linie auf den ischämischen Schlaganfall eingehen in dem Vortrag, einfach deshalb, weil es Gott sei Dank, dadurch, dass es viel größer ist, viel mehr klinische Interventionsmöglichkeiten und vor allem kurative Optionen gibt. Ich bin daran in den Vortrag so herangegangen an die Fragen, was ist eigentlich relevant in puncto Schlaganfall. Ich glaube, Schlaganfall ist ein Notfall, der präklinisch oft nicht ganz so spannend ist wie jetzt vielleicht andere Notfälle. Wenn man das jetzt vergleicht mit dem Myokardinfarkt, die irgendwie eigentlich ähnliche Erkrankungen sind von der Ätiologie, ist der Myokardinfarkt präklinisch natürlich interessanter, weil ich ganz viele Medikamente, die ich geben kann, ich habe 12-Kanal-EKG, das ich schreiben und interpretieren muss, und beim Schlaganfall irgendwie sind die Optionen limitierter. Trotzdem geht es vielleicht um umso wichtigere Sachen, die vielleicht woanders versteckt sind. Also ich glaube, was ganz wichtig ist, ist einmal präklinisch zu kennen, ist das ein Schlaganfall und muss ich Handlungen setzen? Wenn das ein Schlaganfall ist, was muss ich präklinisch behandeln und was hat da Relevanz? Soll ich ein Krankenhaus voranmelden? Wie soll ich das voranmelden und welches Krankenhaus soll ich mir aussuchen? Soll ich die Patienten und Patientinnen direkt an ein Zentrum bringen oder reicht auch das nächstgelegene oder das regional zuständige Krankenhaus? Das ist vor allem für die Kollegen und Kolleginnen außerhalb vom Großraum Graz besonders relevant. Ganz kurz zu den Symptomen und das Erkennen des Schlaganfalls. Gewisse Grundlagen sind sicher vorhanden. Die Gefäßversorgung vom Gehirn kennen Sie sicher. Wir haben drei große Gefäße, die das Gehirn, primär das Gehirn versorgen, die Arteria carotis interna beidseits im vorderen Kreislauf und die Arteria basilaris im hinteren Kreislauf. Je nachdem, welche dieser Gefäße betroffen sind, ergeben sich unterschiedliche Symptome bei den Patienten und Patientinnen. Der typischste, weil häufigste Schlaganfall ist der Schlaganfall infolge eines im Gefäßteratorum der Arteria cerebri media. In der Regel mit einer typischen Hemisymptomatik, das heißt eine Hemiparese bis hin zu einer Hemiplegie, einer Hemihypästhesie und dann, je nachdem, was betroffen ist, welcher Schweregrad, vor allem wenn das linke Großhirn betroffen ist, ist sehr häufig eine Teilaphasie bis zu einer kompletten Aphasie dabei. Auf beiden Seiten kann es auch einen Neglect zur anderen Seite geben. Das war das, was der Professor Brause vorher auch so schön beschrieben hat, quasi ein junger Patient, der aufstehen will, nicht aufstehen kann, aber nicht einmal merkt, dass er eigentlich nicht aufstehen kann, weil die Seite, die er nicht bewegen kann, gar nicht richtig wahrnimmt in dem Moment. Das kann natürlich auch mit einem Herzblick einhergehen, weil quasi die andere Seite es für mich in dem Moment gar nicht mehr gibt. Seltener sind Schlaganfälle im Versorgungsbereich der Arteria cerebri anterior, haben typischerweise auch eine Hemiparese, manchmal eher Bein als Arm betont, sind aber insgesamt deutlich seltener. Die Arteria basilaris ist auch insgesamt im Vergleich zur Media und Carotis interna ein bisschen seltener. Das große Problem ist, das Muster an Symptomatiken ist unendlich viel breiter und das haben wir im ersten Vortrag auch schon sehr schön gesehen. Fangen an bei der Arteria posteriora, die vor allem das Großhirn mitversorgt im hinteren Bereich. Da geht es vor allem um eine homonyme Hemianopsie, also jetzt ein Symptom, das jetzt vielleicht das allererste ist, wenn man an Schlaganfall denkt. Das sind einfach Patienten und Patientinnen, die je nach Größenordnung des Schlaganfalls vielleicht auf einer gesamten Seite oder einem Teil einer Seite nichts mehr sehen, aber das auch oft nicht selber realisieren. Das heißt, die sehen einfach nur diesen Teil, weil einfach dieses Gesichtsfeld auf der einen Seite nicht vorhanden ist. Typischerweise ist oft auch eine milde Hemiparese oder Hemihypästhesie dabei, es können auch Teilaphasien sein. Kleinhirn ist ein bisschen trickier.
Kleinhirn macht vor allem viel Schwindel. Schwindel ist ein schwieriges Syndrom, weil einfach ganz viel dahinter stecken kann. Ich werde nachher noch ein bisschen genauer darauf eingehen. Oft ist da Übelkeit erbrechen, aber vor allem eine Hemiataxie dabei, das heißt eine Gleichgewichtsstörung auf einer Seite. Und ganz kompliziert wird es dann im Hirnstamm, weil dadurch, dass durch den Hirnstamm ganz, ganz, ganz viele Bahnen durchgehen, kann je nachdem, welche Bahnen und welche Hirnnervenkerne und Zentren da getroffen werden, ganz unterschiedliche Symptomatiken auftreten. Das heißt, zusammengefasst können sowohl Hemi- als auch Tetrasymptomatiken auftreten, je nach Schweregrad, quasi eine Basilaristhrombose im Vollbild macht zum Beispiel eine Tetraplegie, weil natürlich, wenn die Basilaris da zu ist, ein Schwindelsyndrom sieht man vielleicht als Notärztin gar nicht so häufig, weil es in der Regel keine Notarztindikationen sind. Aber wenn man mal so einen Patienten hat, ist es wichtig, den einfach genau neurologisch anzuschauen. Wie schauen die Pupillen aus? Wie schauen die Bulbi aus? Gibt es zum Beispiel eine Skew-Deviation, das heißt eine vertikale Blickdeviation der beiden Bulbi? Hat der Hirnnervenausfälle? Hat er irgendwelche Sensibilitätsstörungen oder vielleicht einfacher, irgendwelche Paresen. Und vor allem, was im Bereich vom Kleinen ganz wichtig ist, hat er eine Hemiataxie. Das heißt, hat er auf einer Seite eine deutliche Feinmotorikstörung. Und wenn irgendwas davon zutrifft, dann geht das natürlich sehr in Richtung akutes Schlaganfallgeschehen. Und wenn nichts von dem allen zutrifft, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass der Schwindel woanders herkommt. Und es ist dann meistens der HNO-Bereich. Aber natürlich, Sie wissen eh, Schwindel ist ein schwieriges Syndrom, kann auch von ganz vielen internistischen Erkrankungen mit ausgelöst werden. Das heißt, da muss man immer auf der Hut sein, dass nicht vielleicht auch zum Beispiel eine kardiale Genese dahinter stecken könnte. Dann sieht man präklinisch nicht auch selten Patienten und Patientinnen mit einer passagieren, stotternden oder auch dynamischen Entwicklung. Grundsätzlich, wenn der Patient anamnestisch gerade eine neurologische Symptomatik gehabt hat, wie eine Hemiparese, man kommt hin zum Patienten oder zur Patientin und die Hemiparese ist jetzt weg, den trotzdem glaubhaft weiter wie einen Schlaganfall behandeln, wenn nicht so selten bei diesen Patienten gleich wieder was nachkommt. Insbesondere bei einer Dynamik, das heißt, der Patient hat eine diskreteste Hemiparese und plötzlich wird es aber ganz massiv, kriegt er Aphasie dazu, kriegt er anderes Problem, die Parese verschlimmert sich, ist natürlich die Dringlichkeit noch höher, weil da offensichtlich ein dynamisches Geschehen ist, das heißt, im Gehirn passiert da gerade irgendwas. Ein Gefäß, das vielleicht gerade noch nicht verschlossen ist, ist jetzt ganz verschlossen. Bei subakuten Geschehen geht es ja oft in Richtung Differentialdiagnosen. Das heißt, wenn jetzt über Tage hinweg langsam eine Parese zunimmt, zum Beispiel eine Sensibilitätsstörung, eine Aphasie, dann sind wir eher im Bereich anderer zerebraler Prozesse, wie zum Beispiel von einem Hirntumor, von einer Sinusvenenthrombose, einer Enzephalitis, gerade wenn Fieber zum Beispiel im Spiel ist, oder von einem Hirnabszess. Das präklinisch zu differenzieren ist natürlich ganz schwierig, deshalb heißt es ganz einfach, beim plötzlichen Einsetzen fokal neurologischer Symptomatiken bis zum Ausschluss dessen muss man das einmal als Schlaganfall sehen, behandeln und präklinisch so weiterbringen, weil natürlich es viel dramatischer ist, wenn man jetzt so einen Patienten, so eine Patientin quasi verzögert und potenziell damit quasi eben die Möglichkeit einer Therapie nimmt. Damit komme ich schon zum Punkt, worum geht es präklinisch beim Schlaganfall? In erster Linie geht es einmal darum, den schnell in ein geeignetes Krankenhaus zu bringen.
Aber ganz so einfach ist natürlich nicht. Primär, wenn wir jetzt als Notarzt, Notärztin zu diesen Patienten hinkommen, ist es auf jeden Fall sinnvoll, einen IV-Zugang zu legen, den Blutzucker zu messen. Wie Sie wissen, Hypoglykämien können nahezu alles darstellen und gegebenenfalls eine kristalloide Flüssigkeit anzuhängen. Wenn die Patienten eine ganz schwere Symptomatik haben im Hinblick auf eine Bewusstseinsstörung, ist eine Oberkörperhochlagerung bzw. stabile Seitenlage sicher sinnvoll. Was den Blutdruck angeht, das ist ein altes Thema beim Schlaganfall, sollte inzwischen hoffentlich bekannt sein, dass man den Blutdruck bitte nicht senkt. Außer wir sind wirklich in ganz extremen Höhen, aber zumindest im Bereich bis 220 mmHg systolisch soll man den Blutdruck jedenfalls nicht senken. Sollte man je in die Situation kommen, den Blutdruck senken zu müssen oder zu wollen, weil er noch höher ist oder weil eine andere Situation das bedingt, dann erstens langsam, nicht, also jedenfalls nicht unter 180 mmHg und jedenfalls nur mit Urapidil, also Eprantil und nicht mit Nitroglycerin, weil das Nitro kontraindiziert ist bei einem akuten zerebralen Geschehen. Und auf der anderen Seite ist es aber ganz wichtig, eine Hypotonie zu vermeiden. Das heißt, ist auch ganz selten, muss man sagen, weil durch die Autoregulation, durch die physiologische Gegenreaktion quasi zum Schlaganfall in der Regel, die eh fast immer massiv hypertensiv sind. Aber wenn man mal einen Patienten rausfischt, der vielleicht einen 100-Druck hat, ist natürlich sehr hilfreich, wenn man den Druck ein bisschen hebt, weil einfach dieser Druck quasi die zerebrale Perfusion massiv mit beeinflusst. Dann darf man nicht vergessen, symptomatisch kann zum Schlaganfall sehr viel passieren. Es ist nicht selten, dass die KDLD kompensieren, weil die parallel zum Beispiel ACS-Symptomatik haben. Es kann auch einmal ein Schlaganfall durch einen STEMI ausgelöst werden zum Beispiel. Und es gibt gar nicht so selten, also wir sehen das vielleicht ungefähr einmal im Jahr, Patienten und Patientinnen, die gleichzeitig mit einem STEMI und einem akut ischämischen Geschehen im Gehirn kommen. Und da ist es dann immer ein bisschen schwierig zu sagen, was jetzt Priorität hat. Aber dran denken, Herz und Hirn sind eng verknüpft, gerade was kardioembolische Geschehen angeht. Dann natürlich Bewusstseinstrübungen sind genauso symptomatisch zu behandeln wie bei allen anderen Patienten und Patientinnen. Dazu ist in Fallbeispielen eh schon viel angesprochen worden. Epileptische Geschehen können durchaus auch akut durch Schlaganfälle ausgelöst werden, können oft auch die Symptomatik von Schlaganfällen imitieren. Die sind natürlich symptomatisch zu behandeln, das ist ganz klar. Ähnlich wie beim Herzinfarkt, wenn auch mit viel weniger Evidenz, ist grundsätzlich von einer freien Sauerstoffgabe eher abzuraten und Sauerstoff nur dann zu geben, wenn man in einem Bereich ist, wo man das Gefühl hat, dass der Patient eher hypoxämisch wäre. Das heißt, bis zu einer Sättigung, bis 95 kann man die Sättigung gerne anheben. Hat der Patient eine normale Sauerstoffsättigung, gibt es jedenfalls keine Evidenz oder eine ganz schwache Evidenz, die eher dagegen spricht, dem noch zusätzlich Sauerstoff zu geben. Aber wie schon gesagt, dazu im Vergleich zum Herzinfarkt, wo es da ganz klare Studien gibt, sind wir da beim Schlaganfall mit einer ganz viel schwächeren Evidenz ausgestattet. Wenn es keine Zeitverzögerung ergibt, ist ein Vierkanal-EKG sehr angenehm für uns in der Klinik. Warum? Wir haben das Kammerflimmern ganz kurz vorher ganz kurz erwähnt. Das Vorflimmern kann sehr oft Schlaganfälle auslösen. Oft ist das Vorflimmern nur intermittierend und es gibt immer wieder Fälle, wo wir es in der Klinik dann gar nicht mehr sehen. Hat eine größere deutsche Studie gegeben, die gesehen haben, dass ungefähr bei 10% der Patienten und Patientinnen, wo präklinisch ein Vorflimmern festgestellt worden ist, klinisch das nicht mehr festgestellt werden konnte. Das heißt, das sind 10%, die wir quasi in der Klinik verpassen. Das heißt aber bitte nicht, dass Sie es jetzt alle 5 Minuten Zeit nehmen, ein 12-Kanal-EKG schreiben, das dann genau interpretieren und damit den Transport zu verzögern. Aber wenn es gemütlich geht, ohne den Transport zu verzögern, ohne Zeit zu verlieren, dann bitte einfach ein 4-Kanal-EKG mit dem Rhythmus schreiben, dass wir einfach sehen, Sinusrhythmus ja, nein. Und dazu kommen wir jetzt noch ein bisschen genauer, wenn wir in einem Interventionsfenster sind und es ist zumindest der Bereich von 6 Stunden, ist eine Vorankündigung des relevanten Krankenhauses ganz wichtig. Ich werde da noch ein bisschen genauer eingehen. Time is Brain ist schon gefallen, wird wahrscheinlich noch öfter heute Abend fallen. Es gibt ganz viele Zahlen von wie viele Neuronen verloren gehen und wie viele Verbindungen und wie viel man altert und wie viel früher man stirbt. Das sind alles ganz furchtbare Zahlen, aber kurz zusammengefasst, es geht nicht darum, dass wir innerhalb von 4,5 Stunden lysieren können und die Lyse ist nach 4 Stunden gleich gut wie nach 1 Stunde, sondern egal wie wir intervenieren, ob mit Thrombolyse oder Thrombektomie, mit jeder Minute, die wir verlieren, wird der Patient ein leicht schlechteres Outcome haben. Und er kann auch nach 4 Stunden, nach 5, 6 Stunden noch ein gutes Outcome haben, aber er hätte vielleicht ein noch besseres Outcome gehabt, wenn die Verzögerung kürzer gewesen wäre.
Das heißt, je schneller wir sind, egal was es angeht, je früher wir eine Therapie initiieren können, desto besser ist es für die Patienten und Patientinnen. Und das ist der Punkt, den ich der mir ganz wichtig ist. Jetzt gibt es inzwischen im neurologischen Bereich schon ganz viel, wie wir beschleunigen können. Früher war das die Thrombolyse, jetzt geht es auch immer mehr um die Thrombektomie, dass quasi der Patient in Hospital so schnell wie möglich die Therapie bekommt. Und vorher ist die Zahl von 120 Minuten kommen, von quasi Eintreffen im Krankenhaus bis zum Initiieren der Lyse. Im Moment haben wir eigentlich Zielbereiche, wo es in Richtung 20 Minuten geht. Das heißt, 20 Minuten nach Eintreffen des Patienten, der Patientin in der Krankenhaustür sollte im Idealfall die Lyse bereits laufen. Wie schafft man das? Das schafft man nur, indem die Präklinik und das Krankenhaus gut zusammenarbeiten. Das ist eine Publikation, die schon einige Jahre alt ist, die 12 Möglichkeiten gezeigt hat, wie man diese Zeiten verkürzen kann, wie man den Patienten möglichst schnell therapieren kann, und knapp die Hälfte davon involvieren die Präklinik. Da geht es darum, erstens einmal, dass die Patienten und Patientinnen natürlich dringend gleich ein Notfallmittel bekommen und rasch transportiert werden. Das klingt banal, ist es aber nicht immer. Das geht darum, dass das Krankenhaus voralarmiert ist, weil wenn ich voralarmiert bin, kann ich schon gewisse Maßnahmen setzen. Ich kann zum Beispiel das CT räumen und kann sagen, in 5 Minuten kommt der potenzielle Lysepatient, das CT ist jetzt gesperrt. Ich kann den Patienten und die Patientin direkt von der Rettungsliege auf das CT umlagern, spare mir einmal umlagern und beschleunige damit die Behandlung. Ich kann, wenn ich den Namen schon vorher per Telefon durchgesagt kriege, ins Medox reinschauen, kann schauen, was hat der Patient, die Patientin für Vorkrankungen, auf was muss ich schauen, ist der vor 2 Monaten operiert worden, betrifft mich das irgendwie, muss ich da wen kontaktieren, hat er eine Vortherapie, was auch immer. Das heißt, die Voranmeldung ist für uns irrsinnig wichtig und beschleunigt massiv die Zeiten im Krankenhaus. Und man kann es durchaus ähnlich sehen wie einen Schockraum, da wird niemand mehr heutzutage auf die Idee kommen, einfach reinzufahren und nicht fort anzumelden. Und natürlich im Schockraum passiert ganz viel, aber beim akuten Schlaganfallpatienten im Zeitfenster passiert wahrscheinlich ähnlich viel. Da treffen genauso viele unterschiedliche Fachdisziplinen zusammen, es muss schnell gehen, damit der Patient ein besseres Outcome hat. Deshalb müssen die wirklich heutzutage telefonisch vorangemeldet werden. Und was hätten wir da gern für Infos, wenn die vorangemeldet werden? Wir hätten gern die Daten des Patienten, damit wir schon mal ins Medox reinschauen können, den potenziell schon anmelden können. Und was dann das Allerwichtigste ist, den Beginn der Schlaganfallsymptomatik. Das heißt, wie groß ist das Zeitfenster, wann haben die Symptome begonnen? Und wenn es nicht bekannt ist, ist nicht so selten, der Patient ist bewusstseinsgetrübt, der Patient ist dement, der Patient hat Aphasie zum Beispiel, dann ist es zumindest für uns extrem wichtig zu wissen, wann ist das letzte Zeitfenster, wo der Patient gut ist. Also quasi wie groß ist das Zeitfenster, wo wir potenzieller Therapie beginnen können. Das heißt, das ist die Zahl, die wir unbedingt brauchen, und eins von den beiden muss immer drinnen sein. Das kann man präklinisch immer auch besser erheben als klinisch. Dann bitte die telefonische Voranmeldung, da ist jetzt die Nummer der EBA von uns. Was wir zusätzlich noch wissen wollen, ist, besteht eine Antikoagulation, bitte nicht verwechseln mit einer Thrombozytenaggregationshemmung, also besteht eine Antikoagulation, also Marcomar-Syndrom oder eines der NOACs bzw. DOACs. Und das steht noch einmal, ich habe es jetzt eh schon vielfach angedeutet, die virtuelle EBA bzw. indirekte Anmeldung bei Leitstelle ist nicht ausreichend, weil einfach viele dieser Informationen nicht reinkommen und das einfach nicht ausreichend hilft, dass wir jetzt wissen, um was es geht. Wenn es geht, bitte Angehörige einpacken, weil oft dann noch zusätzliche Fragen bestehen, zusätzliche Sachen drin sind. Das heißt, wenn man die mitnehmen kann, freuen wir uns sehr, wenn wir die unmittelbar in der Notaufnahme sehen und die Antikoagulation, wie schon eben erwähnt, erheben. Wir haben in Österreich ein sehr enges Netz inzwischen von Stroke-Units und Interventionszentren. Stroke-Units sind die Krankenhäuser, die primär eine Thrombolysetherapie anbieten. Die Interventionszentren sind die Zentren, die auch eine Thrombektomie anbieten können. Und das ist, ich möchte nur so viel vorgreifen auf den Vortrag von Professor Deutschmann, ganz einfach, in der Steiermark gibt es ein Interventionszentrum, das ist die Universitätsklinik. Und es gibt insgesamt 5 Stroke-Units, das ist Judenburg-Knittelfeld, das ist Bruck, Feldbach und in Graz das LK Südweststandort Süd, wie es heutzutage heißt, und wir als Universitätsklinik. Das heißt, dorthin bitte die Schlaganfallpatienten, die Schlaganfallpatientinnen führen. Es ist natürlich so, wenn jetzt Kollegen und Kolleginnen von irgendwo anders zuhören, dass es teilweise auch regionale Konzepte bzw. Telestroke-Konzepte geben, das gibt. Das heißt, der Patient kommt auf eine internistische Abteilung, Krankenhaus zum Beispiel
weiß jetzt nicht, auf einer internistischen Abteilung, die eine Telestroke-Kooperation haben. Da schaut dann der Neurologe per Kamera, per Videoverbindung sich den Patienten an und entscheidet dann quasi, gibt das Kommando, dass quasi vor Ort die Lyse verabreicht wird und der Patient erst nach der Lyse dann auf die Neurologie transferiert wird. Ist natürlich eine tolle Sache, weil viele Transportzeiten damit verkürzt werden können. Und mit all dem, und da sind wir eigentlich ganz zufrieden, stehen wir im europaweiten Vergleich, was die Gesamtmortalität und das Langzeitoutcome der Schlaganfälle angeht, sehr gut da. Wobei man sagen muss, das sind auch schon Zahlen, die fast schon 10 Jahre alt sind. Das heißt, das war das Prä-Thrombektomie-Zeitalter eigentlich. Was machen wir jetzt ganz kurz in der Klinik? Ich glaube, das ist durchaus schon noch relevant, auch für quasi die Schnittstelle zur Präklinik. Grundsätzlich, wenn ein Patient mit Verdacht auf Schlaganfall kommt, ist das die initiale Bildgebung ein Nativ-CT, um die Blutung auszuschließen und damit quasi eine potenzielle Lysetherapie einzuleiten. Das ist ein Beispiel von nicht normalen Nativ-CT. Wir sehen da keine intrakranielle Blutung. Was wir aber da schon ein bisschen angedeutet sehen, ist da ein hyperintense Bereich im Bereich der Arteria cerebrimedia. Wenn eine schwere Symptomatik beim Patienten, der Patientin, das heißt der klinische Verdacht auf einen größeren Gefäßverschluss, da ist, machen wir zusätzlich gleich die CT-Angiografie mit, weil da geht es dann in die Richtung der Frage, ist zusätzlich zu einer Thrombolysetherapie auch eine Neurointervention möglich? Und das ist der gleiche Patient, das ist leider ein bisschen schlecht geschnittenes Bild, aber Sie sehen da quasi die Karotiden hinaufgehen und Sie sehen da jeweils der Cerebrimedia auf der rechten und auf der linken Seite und Sie sehen da auf der rechten Seite, dass diese Arteria cerebrimedia plötzlich abbricht, korrespondierend auch zu diesem CT-Bild. Das heißt, das ist eine Patientin mit einem akuten Mediaverschluss. Wenn jetzt das Symptomfenster unklar ist, das heißt, es sind Patienten und Patientinnen, die wachen auf in der Früh, haben eine Schlaganfallsymptomatik und man weiß nicht, ist das jetzt vor 10 Stunden passiert oder ist das in dem Moment erst gerade passiert, wenn die Patienten eine Aphasie oder Bewusstseinsstörung machen, dann machen wir ein akutes Stroke-MRD. Weil mit dem Stroke-MRD können wir ungefähr nachvollziehen, wie alt der Schlaganfall ist, wie viel rettbares Gewebe noch da ist und folglich eine akute Intervention, sei es die Thrombolyse, die Thrombektomie oder beides, durchzuführen. Da sieht man jetzt auch ein Stroke-MRD wiederum, sehr ähnlich wieder drüben, mit dem akuten Mediaverschluss rechts. Das ist jetzt eine Diffusionssequenz, da sieht man eigentlich, dass nahezu noch kein Schlaganfall passiert ist, aber im Gegenzug in der Perfusionssequenz, das ist ein Mean-Transit-Time, sieht man, dass da ganz, ganz, ganz viel Gewebe gefährdet ist. Das heißt, wenn dieser Patient jetzt 6 Stunden da liegt, hat er einen schwersten Mediainfarkt mit allen Folgen, wenn man das Gefäß in kürzester Zeit wieder öffnen kann, mit welcher Methode auch immer, oder realistisch in einer Kombination beider möglichen Methoden, dann hat der Patient oder in dem Fall die Patientin ein sehr gutes Outcome. Das ist eine Patientin, die ist also mit massivster Symptomatik eingeliefert worden und die ist eine Woche später nach Hause gegangen, ohne neurologische Ausfälle whatsoever. Wie schaut es jetzt aus? Akutintervention, Thrombolyse ist jetzt lang gefallen, also Thrombolyse innerhalb der ersten 4,5 Stunden von Symptombeginn, außer es besteht eine Kontraindikation, wie zum Beispiel eine bestehende Antikoagulation, eine schwere Blutung bestehend oder ein schweres Blutungsrisiko, zum Beispiel im Sinne einer rezenten großen Operation. Dann gibt es noch die mechanische Thrombektomie innerhalb von 6+ Stunden bei proximalem Gefäßverschluss. Proximaler Gefäßverschluss heißt meistens eine schwere Schlaganfallsymptomatik. Das heißt, es sind eher die Patienten und Patientinnen, die besonders schwer betroffen sind, die man jetzt mit dieser neuen Methode besonders gut behandeln kann. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Weiter möchte ich dem Professor Deutschmann nicht vorgreifen von einer Angiografie und dann Thrombektomie. Da sieht man in der Angiografie wiederum die Arteria carotis interna hinaufgehend und dann die Arteria cerebrimedia abgehend mit einem Verschluss. Da sieht man einen kleinen grünen Pfeil. Und auf der anderen Seite sieht man jetzt das gleiche Bild nach Thrombektomie und da muss man sich nicht lange überlegen, wie viel Hirngewebe davon quasi betroffen ist von dieser Rekanalisation und was das für das Outcome von Patienten oder Patientin, wenn das rechtzeitig passiert. Und das ist der Punkt natürlich, weil das kann man auch nach 3 Tagen rekanalisieren, nur hilft es nichts, weil dann ist der Schlaganfall schon passiert. Wenn das rechtzeitig passiert, bewirkt es durchaus, ich will nicht sagen Wunder, weil Wunder ist immer ein schwieriger Begriff, aber ganz tolle Outcomes. Das heißt, und um das ein bisschen Ganze jetzt zusammenzubringen, was heißt das jetzt aufs Transportziel? Es gibt generell in der Neurologie ist das gerade ein sehr heißes Thema, quasi wo sollen Patienten und Patientinnen hingebracht werden. Jetzt gibt es nur wenige dieser Interventionszentren, die thrombektomieren können. Es ist aber so, dass aber auch nur wenige Patienten und Patientinnen, die mit einem Gefäßverschluss von der Thrombektomie profitieren und insgesamt mehr Patienten und Patientinnen von einer Lyse
profitieren. Das erste Modell ist das sogenannte Trip-and-Chip-Modell. Das heißt, Patient kommt in ein peripheres, zum Beispiel neurologisches Krankenhaus mit Stroke-Unit. Dort wird der Gefäßverschluss festgestellt, der bekommt eine Thrombolyse und wird sofort weiter transferiert an das Thrombektomiezentrum. Entsprechende Einsätze werden Sie sicher, viele von Ihnen sicher schon erlebt haben und werden sicher noch häufiger werden bei uns, weil einfach immer mehr dieser Sekundär-Akutverlegungen passieren, weil einfach quasi die Thrombektomie auch bei diesen Patienten, Patientinnen extrem wichtig ist. Die zweite Methode ist die sogenannte Mothership-Methode, das heißt, holen wir sie gleich zu uns ins Mutterschiff und machen gleich alles, was möglich ist. Das Ganze, also im Endeffekt in der derzeitigen Literatur gibt es keine klare Evidenz, die für das eine oder das andere Modell spricht. Prima ist es bei uns in der Steiermark so, dass wir nach dem Trip-and-Chip-Modell vorgehen. Das heißt, ein Patient kommt primär an die nächstgelegene Stroke-Unit und wird dann bei Vorliegen eines Gefäßverschlusses bei Indikation zur Thrombektomie zu uns transferiert, beziehungsweise zum Professor Deutschmann, und wird dann neurointerveniert. Aber es gibt ja immer wieder Grenzfälle. Also wen soll man vielleicht direkt ins Zentrum bringen? Wenn man jetzt am Landplatz steht mit dem Rettungswagen und dem schweren Schlaganfall, soll man den zuständigkeitshalber ins LK Südwest Standort Süd bringen oder an die Uniklinik, wo vielleicht der Transportweg zu uns sogar um wenige Minuten kürzer ist. Es sind jetzt ganz viele präklinische Scores entworfen worden, wo man präklinisch versucht, die Wahrscheinlichkeit eines schweren Schlaganfalls, eines intrakraniellen Verschlusses, der potenziell thrombektomierbar ist, festzustellen, um dann quasi diese Patienten und Patientinnen zu selektieren und direkt ins Zentrum zu bringen. Das Problem ist im Alle nicht ganz tolle Sensitivität bzw. Spezifität. Einer der häufigst verwendeten Scores ist der RACE-Score, der kommt aus Spanien, steht für Rapid Arterial Occlusion Evaluation Score und ist ein relativ simpler Score. Da geht es einfach darum, die neurologischen Ausfälle des Patienten, der Patientin zu beurteilen, und kurz zusammengefasst, wenn der Patient eine sehr schwere Symptomatik hat, dann ist eine sehr hohe Spezifität für einen intrakraniellen Verschluss da. Das heißt, das sind Patienten und Patientinnen, die natürlich davon profitieren würden, wenn sie direkt in ein Zentrum kommen, wo einfach die Thrombektomie schneller möglich ist. Was heißt das jetzt ganz konkret auf uns, auf die Steiermark und auf Graz? Wir können empfehlen, dass schwerste Schlaganfälle, Schlaganfälle mit einem unklaren Zeitfenster, die akut ein MR mal brauchen, um einmal zu evaluieren, ob da überhaupt noch was möglich ist, beziehungsweise Patienten und Patientinnen mit einer vorbestehenden Antikoagulation, das heißt, wo eine Lyse wahrscheinlich sowieso kontraindiziert wird und man fortgeschrittene Gerinnungstests braucht, um zu schauen, ob eine Intervention möglich ist. Diese Patienten und Patientinnen können mit einem minimalen Delay auch direkt ins Zentrum gebracht werden. Das heißt, um zurückzukommen, der Patient vom Landplatz mit einer schwersten Symptomatik darf durchaus direkt zu uns ins Zentrum, der muss nicht zuerst ins LSF und dann erst mit Sekundärtransport zu uns. Und so sehen es zumindest die derzeitigen Guidelines, dass ein Delay bis zu 30 bis 45 Minuten dazu toleriert werden kann. Würde es aber nicht so weit auslegen, das heißt, es macht sicher gar keinen Sinn, wenn man jetzt in Feldbach steht mit dem Patienten oder Patientin, zu uns ins Zentrum zu kommen, um dann festzustellen, dass der Patient eh nur eine Lyse bekommen kann, die er jetzt eine Dreiviertelstunde später bekommen hat, die er in Feldbach viel schneller kriegen hätte können. Aber wenn man quasi zwischen zwei Krankenhäusern steht, einen Patienten, eine Patientin hat, die eins dieser Kriterien erfüllt, dann kann man bitte durchaus direkt ins Zentrum kommen, weil man dann einfach wahrscheinlich den Patienten rascher und direkter behandeln kann. Um das Ganze zusammenzufassen, das heißt, was ist wichtig? Wir können ischämische Schlaganfälle inzwischen kurativ behandeln in den ersten Stunden. Das klappt aber nur dann ideal, wenn auch präklinisch alles zusammenpasst. Das heißt, Sie müssen den Schlaganfall so rasch wie möglich erkennen. Er muss adäquat präklinisch therapiert, stabilisiert werden, je nachdem, um was es geht. Das Zeitfenster muss rasch erhoben werden und dann muss er rasch in ein adäquates Zielkrankenhaus mit einer telefonischen Voranmeldung kommen. Das ermöglicht uns in der Klinik, diesen Schlaganfall dann bestmöglich zu behandeln, je nach den Möglichkeiten, die dann in der individuellen Konstellation möglich sind. Und mit dem möchte ich abschließen und mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit bedanken. Ja, vielen herzlichen Dank. Gibt es Fragen im Vortrag? Bitte, Peter. Die Frage war, warum Eprandil und warum Nitro kontraindiziert ist. Also bei Nitroglycerin gibt es mehr Evidenz dazu, dass es eine zerebrale Vasodilatation macht, stärker wie das Urapidil, und dadurch beim Patienten, insbesondere der Hirndruckproblematik hat, zu einem Stilphänomen kommt. Das heißt, die Bereiche, die schlecht perfundiert sind, die eh schon maximal dilatiert sind,
die werden insgesamt schwächer versorgt, weil quasi durch die Dilatation das Blut herüber bewegt wird zu den quasi gesunden Bereichen und deshalb potenziell mal ein bisschen, also den Hirndruck ein bisschen steigert durch das erhöhte zerebrale Blutvolumen im Hirn und die Blutversorgung in den kritischen Bezirken ein bisschen verschlechtert. Gibt es jetzt aber keine großen randomisierten Studien dazu. Auch Eprandil ist ein Vasodilatator, wissen wir auch, macht wahrscheinlich eine ähnliche Sache, aber nur beim Nitro gibt es die Evidenz und beim Nitro gibt es auch die, also sowohl in der Literatur als auch, glaube ich, in der Fachinformation, die zumindest relative Kontraindikation. Also wenn man beide Mittel hat, ist sicher das Urobidil das auch schneller wirksame und besser steuerbare der beiden Medikamente. Danke. Sonst noch weitere Fragen? Wenn nicht, danke für den lebhaften Vortrag. Danke.